Thema Quick Step. Die beste Übung für den Quick Step zu Hause, aber auch wenn ihr im Training seid, ist natürlich Seilspringen. Macht das bitte so oft wie möglich, dann werdet ihr schon merken, dass eure Fußgelenke sich extrem bessern. Wenn ihr aber keine Lust gerade habt, Seilspringen, würde ich euch ganz gerne Übungen zeigen, mit denen man auch schön Quickstep trainieren kann. Vielleicht dann auch mit Musik. Wir fangen an, erstmal mit dem Polka-Chassis. Wir tanzen 4 Polkas nach links, 4 Polkas nach rechts im Rhythmus slow, slow. Slow, 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 slow. Dann 2 langsame und 3 schnelle Quicks nach links, umleiten beim Slow und das gleiche wieder zurück. Slow, slow, quicker, quicker, slow, 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 quicker, quicker, slow. Jetzt bleiben wir bei den Quicks und umleiten auf Slow. Quick and quick and slow, quick and quick and slow. Und nochmal. Slow, 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 quick and quick and slow, 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 quick and quick and slow, quick and quick and slow, quick and quick and slow. Mit Musik. I feel so unsure as I take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind the silver screen and all it said. Goodbyes, I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, no, it's easy to pretend. Bei dieser Übung werdet ihr merken, erstens, eure Fußgelenke werden angestrengt und zweitens, ihr werdet üben, früh genug euer Gewicht umzulenken, was für einen Quickstep natürlich unheimlich wichtig ist. Macht diese Übung mal so eine Melodie lang oder die Turnierlänge, 1,5 bis 2 Minuten. Die zweite Übungsfolge, Sprünge am Platz. Wir beginnen mit geschlossenen Füßen. Alle Sprünge werden im Rhythmus slow, slow, quick, quick, slow getanzt. Mit geschlossenen Füßen zuerst. Slow, slow, quick, quick, slow. Jumping Jacks. Slow, slow, quick, quick, slow. Jumping Jacks vorwärts. Slow, slow, quick, quick, slow. Bänden. Slow, slow, quick, quick, slow. Von vorn. Slow, slow, quick, quick, slow. Slow, slow, quick, quick, slow. Slow, slow, quick, quick, slow, 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 quick, quick, slow. Das Ganze auch gerne mit Haltung und mit Musik. Titellänge zu machen, aber mindestens 1,5 bis 2 Minuten. Ihr werdet merken, das geht sehr, sehr gut auf die Fußgelenke. Worauf ihr unbedingt achten müsst, dass natürlich der Oberkörper nicht zusammenbricht und nicht mitspringt, genauso wie eure Arme, dass sie hier nicht mitwackeln, sondern die werden von euren Füßen unterstützt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei.